Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Men's Secrets, da wo die Frauen staunen. Mein Name ist Romeo und wie ihr alle wisst, hatte ich eine Haartransplantation am 6.12.2018 in Istanbul bei meiner Klinik Medical Exclusive. Und heute gibt's das 8 Wochen Update. Seid gespannt! So, ich bin zurück. Ich weiß, was ihr alle wollt. Ihr wollt sehen, wie es da oben bei mir ausschaut. Haha, los geht's. Bam! Wie sieht's aus nach genau 8 Wochen, Freunde? Wie gesagt, ich muss euch gestehen, es ist nicht viel passiert. Eigentlich gar nichts, aber ich würde es euch trotzdem zeigen, damit man mal sieht, was eigentlich nach 8 Wochen passiert ist. Bis auf das, dass meine Haare hier nachgewachsen sind und es eigentlich ziemlich dicht geworden ist hier. Und hier, was auch immer sehr wichtig war, das ist nämlich der Spender. Ja, mir war immer sehr wichtig, dass, wenn man Haare nimmt, dass es nicht zerfressen aussieht. Deswegen gehe ich mal kurz hier ran und zeige es euch mal ein bisschen. Ja, ihr könnt mir dann sagen, wie der Spender aussieht, ob ihr meint, dass er zerfressen aussieht, ob es gut geworden ist, ob es schlecht geworden ist. Also ich finde, persönlich gesagt, der Spender sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, ihr könnt das alles hier gut sehen. Für mich war es sehr wichtig, dass der Spender natürlich aussieht, nicht zerfressen aussieht und dass keiner irgendwie drauf kommen könnte, oh, der hat eine HT, weil für mich war eine sehr natürliche Verpflanzung sehr wichtig und dass man halt sehr natürlich aussieht. Ja? Ihr könnt gerne eure Kommentare lassen, der Frank und ich werden so schnell wie möglich versuchen, alle eure Fragen zu beantworten. Und jetzt zeige ich es nochmal von vorne. Also, es ist leider noch nichts gewachsen. Es sind ja erst die ersten acht Wochen und da darf man eigentlich noch nichts erwarten. Wusste ich aber vorher, das hat mir die Klinik auch gesagt, man muss einfach Geduld haben, ja, und daran halte ich mich auch. Einfach geduldig sein und die innere Einstellung ist auch sehr wichtig. Ich nehme halt bloß diese Vitamintabletten, was ich bekommen habe von der Firma und übe mich halt in Geduld, auch wenn es manchmal ein bisschen schwer fällt. Wichtig, Freunde, war mir immer halt der Spenderbereich. Und dadurch, dass es beim Frankie sehr gut aussieht, ja, habe ich mich auch damals auch dafür entschieden, zu Medical zu gehen. Denn ich habe ja bei mehreren YouTubern gesehen, wie es bei denen aussieht, also im Spenderbereich. Und wie gesagt, das war auch mein Entscheidungsträger, weil wenn ich eine HT machen sollte, habe ich gesagt, dann muss der Spender natürlich aussehen. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Und das ist auch die Entnahme. Gleichmäßig erfolgt, gut aussieht und nicht, dass ich mir denke, scheiße und hätte es auch nicht machen lassen soll. Wie gesagt, bis jetzt habe ich nichts bereut, denn der Spender ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, also wie er hätte aussehen sollen nach einer HT. Man muss auch verstehen, Freunde, dass das für die Haare ein Riesenschock und ein Trauma ist. Eine HT, ja? Zeig nochmal nach vorne. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und ja. Das war es jetzt halt vom 8 Wochen Update. Wir sehen uns dann wieder in genau 4 Wochen. Das heißt am 6. März, dann gibt es das 12 Wochen Update. Und mal schauen, ob da die Haare schon ein bisschen nachgewachsen sind. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, bitte abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert, schreibt drunter, was ihr gerne wissen möchtet. Über die Klinik, über den Frankie, über meinen Haarstatus, über seinen Haarstatus. Wir werden natürlich immer versuchen, alle eure Fragen so zeitnah wie möglich zu beantworten. Und ja, wir sehen uns dann in genau 4 Wochen. Ich bin raus. Peace!